Ja, moin zusammen und willkommen zurück zu Mailtime. Oh, es geht weiter und wir haben gleich was zu entdecken hier. Was ist das denn? Speichern. Okay, irgendwas habe ich da gefunden. Aquamarin, was? Offensichtlich schützt dich das im Kampf? Es gibt hier was zu kämpfen? Okay, nicht für die Zustellung. Okay. Ich denke, das ist hier ein Peaceful und so. Es gibt auch Kämpfe. So, wir wollten aber Leute kennenlernen, ne? Da drüben zum Beispiel. Hallo. Na, guten Tag. Ah, nee, das ist für wie ist der Tonk? Ja, speichern. Okay, cool. Gotcha. Ach, guck mal hier. Der Kohl wächst super. Ja. Ja. Was ist das denn hier? Hier werden Marienkäfer als... Was? Als Haustiere gehalten oder so? Hi. Seid ihr gut? Ja, die sind aber wenig talkative, ne? Nein, die reden nicht viel. Okay, gut. Hui! Gibt's denn hier oben noch mehr zu sehen? Lass, bitte sag mir, dass ich nicht auch noch darüber springe. Okay. Nee, ich springe wohl nicht über den Zaun. Na schön, aber es ist okay, weil wir sollten auch mal ein paar von den Sachen abgeben, ne? Warte mal. So, hier komme ich wieder raus, ne? Jo, okay. Na, so nicht. Wie dann? Ah, so, okay. Gut, also, wo gehen wir denn hin? Wir gehen erstmal... so viel zu tun. Wo geht's denn hier noch hin? Warte mal. Ach so, das war der Weg, ja, okay. Kann ich hier so quer durchlaufen? Ja. Naja, gut. Hat ja nicht lange angehalten. So, also, ich würde erstmal gern das Brennenglas abgeben. Wie komme ich da hoch? Nicht hier. Hier vielleicht. So, das könnte funktionieren. Das funktioniert. Okay, so, guck mal, hier. Guck mal, was ich da für dich habe. Schau mal, Schneeglöckchen. Meinst du, dass diese Linse passt? Das sieht perfekt aus. Oh mein Gott, das Teleskop funktioniert wieder. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt schlafen gehen. Warum? Naja, es ist Tag. Das bedeutet, dass die Sterne schlafen. Wenn ich jetzt schlafe, bin ich später hellwach, zusammen mit den Sternen. Oh, und noch etwas. Hier ist eine Zeichnung von mir als Dankeschön. Ah, okay. Gut, Schneeglöckchens Zeichnung. Wuhu. Jawohl. Okay, ich hoffe, dass du es magst. Oh, das ist so süß. Danke, Schneeglöckchen. Schneeglöckchen? Sie ist im Stehen eingeschlafen. Naja, das nennt man Talent. Schlaf gut, Schneeglöckchen. Die Sterne freuen sich schon auf ein Wiedersehen heute Abend. Oh, okay. So, wen haben wir als nächstes? Welchen Patienten für Dings? Wir müssen eigentlich zu Tonk gehen, ne? Eigentlich müssten wir zu Tonk gehen, aber der ist hier auf der ganz anderen Seite. Ja, war hier nicht irgendwas mit einer Abkürzung? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir sollten hier lang gehen. So, okay. Ist hier noch jemand? Ups. Oh, das Blatt hat mich aufgehalten. Okay, warte mal. Wir haben einen Brief für Sie, ne? Oh, verdammt. Ich würde gern wissen, was du denkst. Oh, es ist nur... Also, naja, es ist nur ein Fall von nur... vergiss es. Ich bekomme nicht mehr die Worte heraus. Das ist okay. Worte sind eine schwierige Angelegenheit. Lass es einfach raus, was du... sag die nicht, die du nicht sagen willst. Das hast du auf dem Herzen. Keine Sorge, das ist eine persönliche Angelegenheit. Was hast du für mich, kleiner Scott? Ich habe keine Idee. Aber das ist ein Umschlag, oder? Ja, das stimmt. Aber im Inneren, wer weiß, ich nicht. Hier müssen wir wohl auf unser Glück hoffen. Ja, also gut, los geht's. Wer hat dir das gegeben? Niemand. Aber da auch was drin ist, bin ich echt gespannt. Es ist ein Brief, in dem steht, dass ich Selbstvertrauen entwickeln muss, um tun zu können, was mich glücklich macht. Das ist keine schlechte Idee, aber ich glaube nur, ich bin ein bisschen überfordert. Ich stelle hiermit den formalen Antrag, die Geheimnisse sofort auszuplaudern. Na gut, aber nur weil du so nett gefragt hast. Ich bin verknallt.
Was? Ja, auf Donner. Was? Ich würde Sie eigentlich gerne um ein Date bitten. Oh, was? Du scheinst etwas schwer zu atmen. Ist alles gut? Love Quest! Wie willst du es anstellen? Was ist der Plan? Was brauchen wir? Naja, nun, das ist das Problem. Also, ich möchte ihr etwas Besonderes geben als Zeichen dafür, dass sie mir auf spezielle Weise sehr am Herzen liegt. Aber ich bin immer noch nicht sicher, was ich machen soll. Lass mich nachdenken. Später wiederkommen? Okay, ich kann warten. Kein Problem. Jetzt? Hey, kleiner Scout. Hast du etwas herausgefunden? Wow, beruhig dich. Aber ja, also so ungefähr. Nein. Also, hat sie irgendetwas erwähnt, was sie besonders mag? Oh, Donna, sie mag alles möglichen Dinge. Das ist ja das Problem. Mir fällt nichts super Besonderes ein, das ihr gefallen könnte. Sie sprach über eine Art speziellen Löffel. Einen Löffel? Ja, ich meine, das nennt man einen Liebeslöffel. Diesen Löffel schenken sich Liebende gegenseitig. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, was sie hier abgesehen davon darüber gesagt hat. Ich war ein bisschen verloren in ihren Augen. Wäre ein normaler Löffel okay? Nein, 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 es muss ein Liebeslöffel sein, der ist besonders. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Kannst du mir bitte dabei helfen, mehr darüber herauszufinden? Sicher, es gibt keinen Löffel, mit dem ich nicht klarkomme. Danke, Rumkugel, ich kann die Hilfe wirklich gebrauchen. Ich bin ein bisschen nervös, weißt du? Donner ist einfach zu cool und beruhigend. Aber leider kann sie mir da nicht weiterhelfen. Vielleicht fragst du zuerst meinen Freund Ham zum Thema Liebeslöffel. Wenn irgendjemand etwas über Liebeslöffel weiß, dann ist er das. Er kann sich wie kein Zweiter durch das Buch fressen. Kaum wie in Lesen? Meistens ja. Also, hier. Ich habe die Situation notiert. Gib Ham diese Nachricht. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay, ich komme bald wieder. Und schon wieder ein Brief. Ich muss mal langsam Briefe ausliefern, aber ich weiß nicht, wo die Typen alle sind. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, so, wo gehen wir denn hin? Du bist nicht zu ver. Wer bist du nochmal? Das ist Egbert. Okay. Meine Beschwerde für Clarence. Nein, das habe ich gemacht. Ich werde jetzt mit der Sache weitermachen. Besten Dank, Egbert. Okay. Aber da oben war doch niemand zugegen. Das war doch das Ding. Vielleicht ist es auch nicht genau dieses. Also er sagte ja Obergeschoss. Aber vielleicht ist ja auch nicht genau dieses Ding da gemeint. Da war vorher niemand. Steht da jetzt jemand rum? Sehe ich nicht. Okay. Nun. Nee, warte. Eine Quest nach der anderen. Ich verzettel mich hier schon wieder. So, wir gehen jetzt erstmal da drüben zu ihm da. Genau. So. Und geben erstmal zwei von den Tränken ab. Tada, ich komme. Okay. Da kann. Nee. Hier. Hey, Töpf. Ich habe eine Pilzprobe für dich. Erstaunlich. Du kannst das am Brett nebenan abhaken. Dann werde ich dir einen besonderen Hut zur Verfügung stellen. Oh, okay. Gut. Ich würde das gerne das Brett anschauen. Nur zu. Okay, zwei habe ich eine Probe zugestellt. Wie der Halsband und der Mischling. Genau. So. Gut, das haben wir gemacht. Was ist jetzt hier mit Hüten? Ich möchte gerne meinen Hut austauschen. Natürlich. Okay, da ist aber noch nichts dazu gekommen. Dann lassen wir das so. Na schön. Boing. So, wohin jetzt? Da drüben ist auch noch eine Hütte. Waren wir da schon? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Wer wohnt denn da? Da scheint aber auch niemand zu Hause, oder? Oder kommen wir da rein? Hier kommen wir nicht rein. Da steht doch jemand. Hallo, guten Tag. Hey, 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 hey. Oh, und ich bin froh, jemanden zu sehen. Ich sehe dich ja, oder? Sehe ich dich? Oder habe ich Halluzinationen? Du bist nicht. Irene hat mich davor gewarnt, das Schießpulver zu schnüffeln. Aber es riecht einfach so gut. Schießpulver? Ja, weißt du? Boom. Oh. Du hast mich erschreckt. Oh, keine Sorge, ich bin sehr erfahren in Sachen, die Boom machen. Mein Name ist Mumpf. Boomstick, Mumpf.
Sprengstoffexperte der elitärsten Gruppe von Superspiel. Von der elitärsten Gruppe von Superfreunden hier im Grummelwald. Elitefreunde? Ja, keine weiteren Fragen. Du bist nicht zufällig Irene begegnet, oder? Lang wieselig. Warum? Oh, keine Sorge, wenn sie sich nicht entdeckt hat. Sie ist eben doch sehr hinterhältig. Sie sollte zum Mithören im Dorf sein. Im gewissen Kater Hi sagen. Aber egal. Könntest du Irene irgendwie diese geheimen Informationen übergeben? Sie hat mir gesagt, dass ich meinen Posten nicht verlassen soll. Also einen Brief zu stellen. Unerhört. Was? Ich meine, das werde ich machen. Natürlich. Oh, da ist noch etwas. Unsere Spionagegruppe, ich meine unsere Freundesgruppe, hat einen Geheimcode, den wir untereinander benutzen, damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten zu erkennen, mit wem man spricht? Sehen, hören, berühren, riechen? Bitte zwing mich nicht weiterzumachen. Naja, unser ist der beste Weg. Wenn du jemanden in unserem Gang in unserer Gang redest, dann sag, denk daran, wir haben uns noch nie gesehen. Okay, ich hab's. Und jetzt fließ los und plauder mit Irene. Okay, tschüss. Okay, haben wir also noch einen Brief? Es wird immer voller. Okay, es ist allmählich wegen Überfüllung geschlossen hier. TNT. Ups, warte. So. Was ist das hier? Das ist nichts weiter, ne? Da oben könnte ich hochkommen. Hier gibt's ein Boot, aber irgendwie geht's da nicht weiter, oder? Kann ich ertrinken? Bestimmt. Ich möchte es nicht herausfinden. Da hinten? Oh, guck mal, da hinten ist noch ein Häuschen. Wie komme ich da denn hin? So. Hier oben komme ich da. Nein. Okay, wir finden es heraus. Nee, ertrinken ist glücklicherweise nicht angesagt. Aber es muss ja nicht alles nass werden, ne? So, warte mal. Da komme ich darüber. So. Komme ich nicht. Okay, komme ich nicht. Ach, lass uns übers Wasser gehen. Was soll's. Das ist nicht gut, ne? Nee, okay. So, wir sind hier. Bringt aber nichts. Da drüben ist noch eine Hütte. Okay. Ja. Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo? Es ist niemand zu Hause. Na gut. Ich glaube, das war nicht der richtige Weg, ne? Kann das sein? Und da sind... Ach, ich weiß, wo wir sind. Ach, ja. Wir kommen auf der anderen Seite heraus. Hui. Auf der anderen... das ist nicht gut. Na, komm ich hier hoch? Doch, geht. Ah, wir sind auf der... Ja, gut. Das ist okay, weil dann können wir hier nämlich... Haben wir den schon angezapft? Haben wir. Okay. Weil, dann können wir hier eine Zeichnung zurückgeben, ne? Was heißt zurückgeben? Abgeben. So. Okay. Hier, guck mal. Ich habe noch eine Zeichnung für dich. Warte. Geht nicht? Doch, geht. Oh, hey, Rumgucker. Daisy, du hast eine zweite Zeichnung für mich. Mach das. Oh mein Gott, das sind die Sterne. Sie sind so wunderschön und alle Sterne sind an der richtigen Position. Lass mich raten, das hat Schneeglöckchen gezeichnet. Jo, das hat sie sicher gemacht. Was für ein großartiges Kind sie doch ist. Ach, nicht diese geselligste, aber sehr, sehr leidenschaftlich. Vielen Dank, dass du mir das gebracht hast. Diese wird direkt neben der ersten aufgehängt. Bitte komm vorbei, wenn du noch eine bekommst. Oh, wir bekommen noch eine. Okay. Glückwunsch, Scout des Tages. Mit Liebe, die Mail Scouts. Okay, gut. Okay. Haben wir hier noch jemanden? Ist jemand dazugekommen? Nein. Ach, hier, ich wollte doch da mal reingucken. Da kann ich aber nicht reingucken, ne? Nee, da kann ich nicht reingucken. Okay, haben wir noch etwas? Scheinbar nicht. Nee, scheinbar nicht. Gut. Dann machen wir uns auf den Rückweg. So, und jetzt muss ich endlich mal diese ganzen Leute hier finden. Tja. Und ich weiß auch noch nicht, wo Greg ist. Warte, wie ging das hier? Nee, so nicht. Gibt's einen Trick? Ja, einfach höher springen. Aber wir könnten mal versuchen, auf den Brunnen drauf zu kommen. Ist das ein Plan? Ist das ein guter Plan? Da drüben?
So. Da scheint es weiter zu gehen. Na, hier komme ich nicht rüber. Ah, das ist nicht gut. Okay. Also, da drüben scheint es weiter zu gehen. Ja, hier. Okay, komme ich hier hoch? Das sieht gut aus. Okay, aber... Oh, da ist jemand. Hallo. Wer ist denn da? Hallo. Wow, ein Brunnen. Ob er wohl ein Echo hat? Echo. Echo, Echo, Echo. Echo, Echo. Du solltest nicht hier sein. Was? Warum nicht? Was gibt's denn hier? Hi. Quark. Bist du ein Frosch? Du kannst sprechen, oder? Quaken ist reden. Also, ich meine, Quark. Wer bist du? Namen spielen keine Rolle. Stell dir vor, ich wäre ein, der die Würmer kontrolliert. Quark. Willst du ein Geheimnis wissen? Oh, lustige Brunnenstimme. Verrate mir dein sehr cooles, total echtes Geheimnis. Wusstest du, dass Antenne von Söckchen... Die Antenne von Söckchen ist nicht echt. Oh, wo war denn Söckchen nochmal? Es gibt eine auf dem Kopf geklebte Nachbildung. Ah ja, echter. Mir ist bei einem Skiunfall abgefallen. Was? Das ist Nischenwissen. Wie hast du das gewusst? Die Würmer flüstern mir ihre Geheimnisse zu. Quack. Oh, cool. Grüß die Würmer von mir. Reicht. Schön. Okay, tschüss, Stimme. Quack. Ist das dumm. Okay, hier oben gibt's nichts weiter. Fein. Haben wir das da schon alles erkundschaftet? Ich verliere allmählich die Orientierung. Da oben waren wir noch nicht, ne? Da auch nicht, wenn ich mich recht entsinne. So, okay, komme ich hier irgendwie rüber? Oh, guck mal, da ist ja noch ein Marienkäfer. Hallo, Marienkäfer. Na, der hat aber nichts zu sagen. Okay, schaffe ich es bis dahin zu springen? Ich schaffe das. Jawohl, wir schaffen das. So, oh, ich müsste da irgendwie hochkommen. Und da ist auch noch ein Dingelchen. Ach, das war die Geschichte mit dem, ich erinnere mich, die Brücke ist kaputt und so. Kommen wir dann noch höher? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, du. Vielleicht ist das ähnlich wie diese Geschichte mit den beiden Toren unten an der Straße. Dass die erst im Verlauf des Spiels freigeschaltet werden. Na gut, also. So, mal gucken. Hey. Irene! Was? Oh, du hast sie wiedererkannt? Ich nicht. Hängt davon ab, wer fragt. Denk dran, wir haben uns noch nie gesehen. Ach, das ist die ihre. Ach so. Ah, ich kann mich an keinen neuen Rekruten erinnern. Also rechtfertige dich. Du hast Post. Oder sollte ich sagen, geheime Information? Das solltest du nicht sagen. Oh, sorry. Also in diesem Fall habe ich einen total normalen Brief. Von Impf. Was tut der Schlingel? Zivilisten in unsere Sache reinziehen? Lass sehen. Bitte schön, ein erstklassiges Beispiel für einen normalen Brief. Kein Geheimnis? Okay. Schwierig. Ich muss darüber nachdenken. Was hat er überhaupt gesagt? Also, da es überhaupt nicht Geheimnis ist und so. Ja, clever. Nun, er fragte nach seiner Rolle in meinem, ich meine, unserem Plan. Schätze, ohne Anweisung wird er ungeduldig. Aber ich bin unsicher, was ich ihm sagen soll. Was meinst du? Naja, ich erzähl's ja ein andermal, nicht heute. Jetzt, wo du bei der Gaunerei mitmachst, was für eine Gaunerei? Könntest du mal mit Katz für ein Status-Update, important, vorbeischauen? Streng geheim. Ei, ei, Boss. Er ist oben in der Höhle in der Nähe der blauen Windmühle. Ich habe weder eine Höhle noch eine blaue Windmühle gesehen. Oh, warte, doch, habe ich. War die Windmühle auf der anderen Seite des Zauns nicht blau? Neugieriger Bursche. Ich hoffe, er macht dir keinen Ärger. Ja, das hoffe ich auch. Viel Glück, Rekrut. Okay. Speichern. Super. Okay, so. Wie komme ich denn jetzt mal... Ach, du liebe Zeit. Da ist auch... Guck mal, da ist auch sowas wie eine Windmühle. Aber bis dahin kann ich bestimmt nicht fliegen, oder? Ah, ich kann es ja mal probieren. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ui. Oh, nee, das wird zu knapp. Nee, das funktioniert absolut nicht. Okay, dann wieder zurück. Okay. Na, oh, nee. Wie komme ich da denn hoch?
Weiß ich nicht, du. Weiß ich nicht. Oh, Moment, das war zu knapp. Okay, mein Fehler. So, hier waren wir doch schon mal. Das hat nicht funktioniert, ne? Hier komme ich darüber. Ach, guck mal, da hinten geht's auch noch weiter. Alter, ist das riesig. Okay, von hier aus komme ich da garantiert nicht hin. Ich müsste irgendwie da hochkommen. Das würde helfen. Dann kommen wir auch darüber. Ja, könnte funktionieren. Ich habe noch so viele Briefe zum Zustellen. Oh Mann. Okay. So, mal sehen. Okay, ja, nee, sorry, aber ich habe noch niemanden angetroffen. Es war noch nicht Nacht genug, glaube ich. Also da oben stand zumindest niemand, oder? Nee, aber da will ich mir versuchen, hochzukommen. Hast du inzwischen eine Idee? Na, wir könnten Donner fragen. Nee, wir müssen diesen Typen finden, ne? Ich bin schon völlig überfordert hier von den vielen Leuten. Warte, wie ging denn das nochmal? Dich haben wir geschafft. Wie kam ich denn da nochmal hoch? Hier war es, meine ich, nicht. Hier, da, an diesen Steinen, ne? Ja, ich glaube, diese waren es. Ja, diese waren es. Okay. So. Dann hier rüber. Ja, und jetzt? Okay, jetzt sind wir hier oben, aber da drüben ist immer noch niemand zu sehen, ne? Was es wohl hier gibt. Ach, das wird dann der Weg sein. Kann ich das nochmal probieren? Nein, kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Okay, 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 okay. Okay, okay, das war cool. Ja, das war aber leider auch, ja, hat nichts gebracht. Gut, also, hups, hoi. Okay. Wieso schaffe ich es nicht, da auf die Schaukel zu springen? Vielleicht komme ich auch von der anderen Seite dorthin. Warte mal, so, hier. Ja, das wird überhaupt nicht funktionieren, ne? Mit ein bisschen Glück käme ich darüber. Lass mich das mal probieren. Hops, hops. Okay, okay, okay. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht toll aus, sieht klasse aus, sieht klasse aus. Du schaffst das? Ja. So, okay. So, hüpf. Jetzt kämen wir darüber. Was ist das da? Ein Teppich, eine Mülltonne? Okay. Wir kommen auch von dort aus darüber. Super. Aber ich würde mich erstmal an diesem Sammelgegenstand hier probieren. Ja, okay. Ja, okay, cool. Klasse. Nein, nicht klasse. Das war schon schön. Hast du ganz toll gemacht. Okay, was habe ich denn jetzt gefunden? Berry Blast Flaschenverschluss. Hurra, es sind Beeren. Na, spitze. Okay. So, sollen wir es nochmal probieren? Da hochkommen. Ich würde gerne die andere Seite noch erkundschaften. Obwohl, da gibt es dann noch mehr Aufgaben. Naja, wer weiß. Ah, hier. Ja, boink. Okay, so. Und dann, na, hier hoch. Und darüber. Okay, so. Warte. Hier. Und von hier aus kam ich da drauf, ne? Hopp. Hopp. Okay, das funktioniert. So weit, so gut. Knapp, aber geht. Und jetzt müsste ich doch von hier oben da rüber springen können, ne? Oh je. Okay, und hüps. Da ist eine Dose, die flackert. Hallo. Guten Tag. Ich kehre erstmal zu der Dose, die flackert. Was ist das hier? Speichern. Was ist das? Ha? Zertretene Getränkedose. Wie schmeckt wohl Traubensprudel? Vielleicht ist noch ein Tropfen drin für irgendjemanden. Okay. Nun denn. Hallo. Guten Tag. Wie kann ich weiterhelfen? Ein Brief für Söckchen. Ach, das ist sie. Boah. Da sind wir. Gib her. Wer? Was? Wer hat geschickt? Yeah. Es ist von Schälchen. Shelby, die Schildkröte? Nicht wissen. Darf keine wichtige Person sein.
Okay. Was sagen? Soll ich den Brief öffnen? Ja, ja. Söckchen, keine Zehen mehr. Ihr habt keine Zehen? Nicht seit dem Unfall. Naja, kein Unfall. Lange Geschichte. Kein Zeh, kein Umschlag mit Griff. Was? Umgucker tun. Schnell aufmachen. Aber das Mail-Scout-Protokoll erlaubt mir nicht, fremde Post zu öffnen. Als ob Söckchen interessiert. Schnell aufmachen. Okay. Schälchen möchte wissen, wie deine Vorbereitung auf, die auf das Meisterschaftsrennen läuft. Ach, laufen. Freude verbreiten. Aber ihr scheint gerade nicht viel zu laufen, Söckchen. Hast du vergessen, wie? Söckchen, niemals vergessen, wie laufen. Oh, Papa, guter Läufer. Bringe Söckchen Laufspaß bei. Aber läuft zu viel. Bricht alle Beine. Oh nein. Opapa sagt Laufspaß. Kann nicht laufen, keinen Spaß haben. Take it easy, auch wichtig. Kapiert? Ich denke schon. Du sagtest, dass es wichtig ist, sich auszuruhen und sich nicht zu sehr zu pushen. Sisi, es ist keine Abkürzung geben für schnell sein. Gesund essen, Schnürsenkel binden, nur auf linker Seite schlafen. Was? Völlig egal. Leidenschaftlich Ruhe wichtig. Söckchen schnell rennen, in Söckchen gewinnen. Nicht zweifeln. Ich drücke die Daumen und die Zehen. War lustig, Zehe haben zu haben. Hey, genieße es, solange es geht. Was? Sag Schildkröte, was Söckchen gesagt. Ich kann leider nur Briefe zustellen. Könntest du aufschreiben, was du gesagt hast? Nein, Brief zurücknehmen. Und sag Schildkröte, was Söckchen sagen. Sicher, denke ich. Tschüss, Söckchen. Geh, fertig geredet. Okay, die ist ja nett. Ach Mensch, war hier oben nicht noch... Oh, was hat sie denn hier? Ist da was? Nee, da ist gar nichts. Okay, warte mal, ich kann hier doch bestimmt hochspringen, ne? Ah, guck mal, da ist was drin. Was ist das? Speichern, irgendwas. Moment, mit H geht das. So, Rosenquarzkristall. Wusstest du, dass der rosa Quarz nur gibt, weil eine Jagd schiefgegangen ist? Nicht für die Zustellung. Was? Ich meine, ich wollte sagen, hä? Okay. Ja, cool. Krass. So, wir sehen uns weiter um, ne? Da ist ja noch jemand drin. Hallo, wer ist denn da drin? Moment. Boing. Boing. Jetzt ist er nicht mehr hier drin. Wo ist er jetzt? Da war doch irgendjemand drin. Oh, doch, da. Was ist das da? Das ist gar nichts. Okay. Brauchen wir vielleicht später noch. Was ist das hier? Oh, das sieht aber... hallo, das sieht aber sehr lecker aus. Hallo. Da würde ich auch gerne machen. Guck mal, so eine lecker Käseplatte mit ein paar... Scheiben mit Oliven. Oh, und da ist auch, naja gut, Wurst muss ich jetzt nicht haben, aber es ist Lächelwurst. Und ein paar Apfelschnitzen, lecker. Milch gibt's da und Pfannkuchen gibt es hier. Oh ja, ich habe wirklich Lust darauf. Oh, hallo, Entschuldigung, ich wollte nicht verzeihen, ich habe mich ablenken lassen. Du musst Ham sein. Ich bin Ham. Ham heißt es Marmelade schwarzpeißig. Ich kann nicht mehr reden. Verspeise, ich mag auch Sport lesen und lange Läufe am Strand. Und Bücher lesen und vorm Kamin sitzen. Aber die reimt sich nicht auf meinen Namen. Schade, reimt sich nicht auf seinen Namen. Wer hat Lust, dass seine Liebschaften sich nicht auf seinen Namen reimen? So schmerzhaft. Hä? Und auch uncool. Oh, Shakespeare, Sorge für Ordnung. Ich bin in einem Love-Quest unterwegs. Oh, sorry, ich bin wirklich für Romantik nicht wirklich zu haben. Also aus uns beiden wird nichts. Ja, aber du scheinst eine lustige Person zu sein. Ich bin sicher, dass sobald jemand Gutes findet, entdeckt das tatsächlich. Es ist nicht für mich. Lies das, brandheißer Klatsch direkt von der Quelle. Wenn ich das richtig verstehe, Haley möchte einen Löffel von mir? Also an dieser Stelle ist jede Information bezüglich des Liebeslöffels willkommen. Wenn du zufällig einen hast, umso besser. Naja, von größter Wichtigkeit, wesentlich für mein Glück. Hör schon auf zu lesen und gib dem Scout ein paar Löffel. Steht in dem Brief, ne? Ja, hey, sein Nettbrief. Auch extrem durchtrainierte Hamster haben Gefühle, weißt du? Ich glaube, Haley ist einfach etwas nervös. Also ich bin mir nicht sicher, um was für einen ganzen... Also diese ganze Liebeslöffelnummer, ich bin nicht sicher, worum es da eigentlich geht. Aber ich kenne mich in Liebesangelegenheiten aus.
Ich dachte, du seist für Romantik nicht zu haben. Nicht aus erster Hand. Natürlich keine Lust, mir Sexualkrankheiten zuzuziehen. Aber in meinen Büchern ist Liebe immer das gleiche Drama. Eine große Geste, die durch den Regen zu seinem Liebsten zu rennen. Ach ja, eine Boombox hoch, was hochhalten. Keine Ahnung, so was wie das? Wie war die Frage noch gleich? Jetzt habe ich eigentlich nur eine ganz andere Frage. War da ein sehr gut aussehender Mann mit nacktem Oberkörper auf diesem Liebesroman-Cover abgebildet? Ja, woher hast du das gewusst? Ach, nur so ein Gefühl. Man weiß doch, je schöner der Mann, desto wahrer seine Worte. Oh, ja, du kennst dich aus. Wie auch immer, damit ist der Liebesteil dieser Liebeslöffel-Dings abgehakt, richtig? Ich denke, ich kann dir einen Löffel geben. Ich habe zwei. Mein wunderbarer, fantastischer, riesiger Löffel für effizientes Futter. Und, naja, einen kleinen Löffel. Ich muss viel schnell essen, also kann ich dir das Große nicht geben, obwohl er besser ist. Mit einem kleinen Löffel kann man nicht richtig reinhauen, weißt du? Es passt einfach nicht annähernd genug Essen hinein. Und für einen Buff musst du eine Menge essen. Du musst dich das ganze Essen auf einem Löffel unterbringen, weißt du? Stattdessen nimmst du Portionen mit einem kleineren Löffel. Klingt nach einem Fake. Wie auch immer, es ist okay. Hayley sagt, ein Liebeslöffel ist sowieso nicht normal. Aber danke für das Angebot. Ich werde meinem Rat wenigstens aufschreiben. Vielleicht können sie ihn noch brauchen. Oh, warum fragst du eigentlich nicht Toff nach dem Liebeslöffel? Toff und Donna sind gute Freunde. Vielleicht haben sie etwas darüber sagen hören. Wer weiß. Oh, prima Idee. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Toff, zu dem müssen wir... Da ist ja schon wieder dieser Finger. Hey, Finger. Oh. Das ist ein... Okay. Ich kann auch auf der Torte springen, auf den Kuchen. Oh, das sieht aber auch lecker aus. Na schön, Leute. Aber das soll für heute erstmal genügen. Okay, ich habe jetzt Hunger. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.